Ja, hallo und willkommen zur zweiten Interviewrunde heute. Ich habe mir den Christoph Iserlohn ausgesucht, der irgendwas zur Websicherheit machen wird am Mittwoch. Und ich würde sagen, Christoph, stell dich doch einfach einmal kurz vor. Ja, hallo Lisa. Ich heiße Christoph Iserlohn. Ich bin jetzt seit, naja, bald 10 Jahren Consultant bei der InnoQ und auch schon vorher in der IT unterwegs gewesen. Das heißt, ich war auch in ganz verschiedenen Rollen schon unterwegs, also angefangen vom Junior-Entwickler bis jetzt zum Senior-Consultant, habe Architektenrollen übernommen, Teamleitungsrollen, auch ganz normale Entwicklungsrollen, ganz verschieden. Und naja, ein Schwerpunkt war bis jetzt immer verteilte Systeme. Das war so von Anfang an Teil meiner Arbeit. Und in den letzten Jahren ist der Schwerpunkt Sicherheit dazu gekommen. Ja, und sonst noch ein bisschen kleine Eigenwerbung machen. Ich bin noch Host vom InnoQ Security Podcast. Alle, die sich für das Thema interessieren und das Thema auch gerne aus der Entwicklersicht beleuchtet haben, die sollten da mal reinhören. Ja, cool. Dann also direkt merken mit dem Podcast. Genau. Wie bist du überhaupt zur Web-Security gekommen? Also klar, verteilte Systeme, es bietet sich an, sich damit mehr zu beschäftigen, aber trotzdem beschäftigen sich ja nicht alle Entwickler verteilter Systeme auch mit Websicherheit. Nee, das bestimmt nicht. Wie bin ich dazu gekommen? Es sind eigentlich zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, das hatte ich schon, als ich mit der Computerei angefangen habe, so mit, das war bei mir der C64 und dann der Amiga, da hat man halt viel rumgehackt und versucht, dieses System auch irgendwie auseinanderzunehmen. Damals war es noch so, dass man so einen Computer vollständig verstehen konnte. Und da war ich so auch auf der Low-Level-Ebene unterwegs, die ja auch immer den großen Schnittpunkt zur Security hat. Das ist das eine, das hat dann aber lange Zeit geruht. Und zur Security bin ich dann eigentlich so das erste Mal richtig aufmerksam gekommen, wie wichtig das wurde, als ich selbst mal einen großen Bock geschossen hatte bei einer Firma, bevor ich bei der InnoQ war. Die werde ich jetzt auch nicht verraten. Und da selbst eine größere Lücke eingebaut habe. Und das ist zum Glück alles glimpflich ausgegangen, das wurde frühzeitig bemerkt und so, aber das hat mich sehr sensibilisiert für das Thema. Und dann habe ich halt gemerkt, dass, also ich war dann sensibilisiert, aber ich habe gemerkt, so die viele andere hatten das Thema nicht so auf dem Schirm. Das lief so nebenbei oder dann kommt mal irgendwann einmal im Jahr wird der große Pentest gemacht, also von einer externen Firma und dann ist danach die große Panik da, weil alle möglichen Lücken geschlossen werden müssen, wo vielleicht auch die oberen Management-Ebenen auf einmal irgendwie den Fokus drauf haben, weil sie diesen Pentest-Bericht gelesen haben oder davon gehört haben. Und da war ich immer unzufrieden eigentlich damit, wie das so gehandhabt wird. Und deshalb habe ich sozusagen für mich selbst den Schwerpunkt gesetzt, dieses Thema auch zu behandeln. Und zwar nicht so als machen wir später oder macht jemand anders, sondern gehört einfach zum normalen Entwicklungszyklus dazu. Cool. Genau, du sagst schon, nicht jeder beschäftigt sich damit und du hast jetzt deinen Schwerpunkt gesetzt und wir sind ja hier bei Softwarearchitektur im Stream. Und meine Frage wäre jetzt, nicht jeder kann sich wirklich im Detail mit Sicherheit befassen, aber denkst du, dass es sinnvoll ist, für Softwarearchitekten sich schon früh genug mit Sicherheit zu befassen oder ob es irgendwelche Kernkonzepte, Kompetenzen gibt, die jeder wissen sollte zum Thema Sicherheit? Gerade Architekten sollten sich damit grundlegend befassen. Also nicht jeder muss ein Pentester werden und nicht jeder muss alle Sicherheitslücken im Detail kennen und immer die neuesten wissen und wie die genau auszunutzen sind. Das verlangt keiner. Aber Security ist insgesamt ja ein querschnittliches Thema und wahrscheinlich auch ein Qualitätskriterium meiner Software. Und Querschnittsthemen und Qualitätskriterien, das sind ja genau die Aufgaben, die Softwarearchitekten übernehmen. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt normaler Entwickler und mache dann mein SQL handwerklich sauber, dass es da keine SQL-Injection gibt. Dann ist das schön und gut, aber wenn ich irgendwelche Sachen dann, also ich habe einen Service in einem Gesamtsystem, betreue ich und da mache ich mein SQL gut, aber wenn ich dann, wenn das Konzept zum Beispiel für die Autorisierung der Services untereinander nicht stimmt, und ich da halt trotzdem von außen beliebige Anfragen ranstellen kann, die dann mit korrektem SQL beantwortet werden, dann bin ich halt wenig weitergekommen, ne? Und deshalb ist das eine ist diese handwerkliche Thema, das betrifft mehr das Doing selbst, also die Entwickler oder auch den Architekt, der Entwicklungsaufgaben übernimmt. Die Rolle des Architekten wird ja unterschiedlich gesehen, ob man noch Entwicklungsaufgaben übernimmt oder auch nicht. Das ist je nach Unternehmen oder auch je nach persönlicher Art immer ganz verschieden.
Da muss man das handwerkliche Zeug so ein bisschen kennen, ne? Also sicheres Programmieren würde ich das jetzt mal bezeichnen. Aber die Architektur des Systems bestimmt halt auch im Wesentlichen die Sicherheit mit, ne? Weil es halt querschnittlich ist. Und von daher muss jeder Architekt da sozusagen Minimalkompetenzen auch aufbauen, die man so braucht. Und es gibt also verschiedene Arten, die man sich da aneignen kann. Was ich dazu natürlich empfehlen würde, ist unser Web-Security-Training, wo es ja auch bei dem Tech Day ein kleines Preview von geben wird. Da hat man relativ viele Themen damit abgedeckt. Ne? Also es geht einfach von bei der Planung und Analyse einen Threat Modeling zu machen, eine Risikoanalyse zu machen, entsprechend die Security Controls mit in die Architektur einbauen, bis dahin, dass man vielleicht so die wichtigsten Normen und gesetzlichen Regelungen kennen sollte. Ne? Also Datenschutzgrundverordnung, so ein paar Details sollte man da kennen. Zum Beispiel, dass wenn man die Daten nicht mit dem sogenannten aktuellen Stand der Technik schützt, dann auch höhere Strafen warten, wenn es dann mal zum Ernstfall kommt. Also ist man selber quasi schuld, wenn man sich nicht genug damit befasst hat, mit dem Thema Security. Das kann man so sagen, das klingt jetzt so negativ, ne? So selber schuld, aber klar, aber das, für mich gehört das zu den Kompetenzen, die man in der Architektur einfach auch mitbringen muss, so wie viele andere Kompetenzen, die man da auch haben muss, ne? Also von daher, das ist halt ein Baustein sozusagen für den Weg zum Architekten, Architektin. Jetzt ist ja irgendwie, das Web Security ist ein Modul von dem ISAQB Advanced Level, glaube ich. Genau. Genau. In der Foundation-Schulung meine ich mich zu erinnern, dass überhaupt nichts mit Sicherheit drin war. Ich weiß nicht, hattest du auch die mal gemacht? Wahrscheinlich, ne? Ich habe die mal gemacht, ja, schon ein bisschen länger her. Am damaligen Stand war das, also bei den Prüfungsfragen kein Thema. Mhm. Bei dem sozusagen prüfungsrelevanten Stoff war das kein Thema. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat. Andererseits ist es ja so, dass es ja verschiedene Schulungsanbieter gibt und man auch immer auch in so einer Foundation-Schulung, auch in der Schulung halt im Gesamtkonzept auch sowas mit ansprechen kann, auch wenn es nicht prüfungsrelevant ist. Mhm. Von daher, man muss auch sehen, man kann halt auch nicht alles auf einmal machen. Also Foundation legt ja erstmal sozusagen die Foundation und Sicherheit ist halt wahrscheinlich auch ein fortgeschrittenes Thema. Also da kann ich schlecht als Berufseinsteiger anfangen, es sei denn, ich habe vielleicht einen speziellen Studiengang dafür genossen. Aber wenn ich normal Informatik studiere, dann brauche ich gewisse Erfahrungen einfach auch und muss eine gewisse Entwicklungserfahrung haben, um überhaupt in dem Thema, um das sozusagen durchdringen zu können. Also das ist einfach auch kein Anfängerthema, das ist erst später in der beruflichen Laufbahn möglich, dass man sich da einarbeitet. Wenige Ausnahmen davon abgesehen natürlich, gibt es natürlich Ausnahmen. Und was wäre jetzt so ein Thema, wo ich mich einlesen könnte, was sinnvoll wäre? Du hattest eben schon irgendwie Threat Modeling gesagt, du hattest Risikoanalyse gesagt. Wären das genau die Themen, mit denen ich jetzt auch als Architektin einsteigen sollte? Wenn ich jetzt gerade die Web-Security-Schulung findet vielleicht erst im März statt oder so und ich möchte schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten, um mich zu informieren. Also das ist eine Möglichkeit, da gibt es gute Literatur zu, aber vielleicht würde ich nicht so ein spezielles Thema mir nicht nur ein Thema raussuchen. Ich würde immer empfehlen, das Buch Security Engineering von Ross Anderson. Okay. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, aber das ist sozusagen das Standardwerk und das bietet einen Überblick über ganz viele Themen. Ne? Also das ist gar nicht jetzt speziell auf Web-Security. Da geht es zum Beispiel auch um so Sachen wie normal, also sozusagen die physikalische Sicherheit. Ne? Ist der Zugang zu meinem Rechenzentrum irgendwie gesichert? Sind die Server vielleicht in Racks, die abschließbar sind, dass man da keinen physischen Zugang hat? Solche Themen. Dann gibt es Kryptographie da drin. Da gibt es aber auch Threat Modeling und so. Und das ist ein sehr gutes Überblicksformat. Und warum empfehle ich das auch? Weil das gibt es halt in der Webversion auch kostenlos. Ach, cool. Ja, also er hat das als PDF, die einzelnen Kapitel veröffentlicht und da kann man dann mal reinschauen. Und da kann man sich das rauspicken, wo man sozusagen mit anfangen möchte und sich dann weiter sozusagen in die Tiefe gehen. Dann kann man weitere Literatur sich besorgen dafür oder Schulungsangebote wahrnehmen,
oder was auch immer. Wenn wir den Webteil nochmal ansprechen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, was man schon mal gehört haben sollte, auch schon als Entwickler, aber als Architekt sich vielleicht etwas tiefer damit befasst haben, sind die OWASP Top 10. Was ist das denn? OWASP Top 10, das sind die, also OWASP ist die Open Web Application Security, Open Web Application Security, das Open Web Application Security Project ist das. Mhm. Das ist als Non-Profit organisiert mit Sitz in den USA. In Europa gibt es auch einen Ableger, auch als Non-Profit. Und die haben verschiedene Projekte. Und eins ist die OWASP Top 10. Und da sind die ihrer Meinung nach 10 wichtigsten Sicherheitslücken oder Sicherheitsrisiken aufgeführt. Und zwar dann relativ gut aufgeschlüsselt mit Faktoren. Wie wahrscheinlich ist das? Wie leicht ist sowas entdeckbar? Welchen Impact hat das und so? Und die haben vielleicht viele schon gehört, aber damit müsste man sich mal tiefer befassen, weil die umfassen noch deutlich mehr als jetzt einfach nur diese 10 Risiken gibt es. Es gibt halt auch noch viele andere. Sondern die sagen, das sind die und aus folgendem Grund sind die halt unsere Top 10 und das könnte man dagegen machen und so. Und die werden halt öfter mal aktualisiert, alle paar Jahre. Und was gut ist, da gehen halt Daten rein, die sozusagen in der echten Welt gesammelt wurde. Das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern man hat da so ein bisschen Empirie hinter. Ja, sind diese ganzen, das bietet einen leichten Einstieg. Also das ist sehr, diese Lücken sind halt sehr greifbar. Ne? Also das macht den Einstieg, macht es sehr leicht. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel für so eine Lücke aus dem den OWASP Top 10 nennen? Klar, also die Nummer 1, darauf werde ich auch in dem Trainingsbyte eingehen, das sind Injection-Lücken und ich hatte vorhin mal erwähnt, dass man, wenn man sein SQL richtig macht, ne? Also SQL-Injection ist die wahrscheinlich bekannteste Form davon, es gibt noch viele andere Formen, Command-Injection, XPath-Injection, LDAP-Injection und so weiter und so fort. Da geht es halt darum, dass ich, wenn ich eine Abfrage in meinem Programm habe, in meiner Applikation, eine SQL-Abfrage, die irgendwie User-Daten erwartet. Das einfachste Beispiel ist halt der Login. Da habe ich meinen Usernamen und das Passwort und dann kommt es irgendwie wahrscheinlich im Hintergrund so eine Abfrage wie Select from User, also Select Star from Users, where Username gleich und dann kommt der User-Input and Passwort gleich, auch wieder der User-Input. Mhm. Wenn ich das jetzt einfach so mit Strings zusammensetze, dann kann ich halt dieses Kommando so manipulieren, dass das andere Dinge macht, als es eigentlich ausführen sollte. Weil ich dann zum Beispiel gesagt, beim Username ist dann A und dann mache ich das Anführungszeichen, dann ist eigentlich das beendet und dann mache ich wie sowas wie OR, One gleich One, also eine Bedingung, die immer klar ist und dann mache ich noch ein Kommentarzeichen, dann wird der Rest abgeschnitten und dann kann ich sozusagen Rechte erlangen für zum Beispiel einen Admin, der ich eigentlich gar nicht bin. Aber ich kann dann eigentlich, also worauf es dann hinausläuft, dass ich beliebige SQL-Kommandos ausführen kann. Und das heißt, diese Datenbank wäre einfach kompromittiert. Davon werde ich wahrscheinlich alle Daten abziehen können, ne, exfiltrieren können. Gibt es sehr fortgeschrittliche Techniken, viel weiter als das, was ich jetzt so kurz angerissen habe. Aber das ist wahrscheinlich die bekannteste. Und die ist sogar meistens relativ einfach zu lösen, indem man Prepared Statements nimmt, der dann sozusagen dieses Statement vorbereitet mit Platzhaltern. Und wenn der User-Input in diese Platzhalter gesetzt wird, sorgt dieses Prepared Statement für das so Sonderzeichen und Sonstiges, womit ich halt eine Abfrage manipulieren kann, entsprechend encoded werden und harmlos sind. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das nicht noch vorkommt. Ich werde da am Mittwoch auch ein Beispiel dafür geben, warum das immer noch vorkommt, obwohl man mit SQL Prepared Statements eigentlich sozusagen das erschlagen kann. Weil das geht vielleicht doch nicht immer. Aber mehr verrate ich dazu noch nicht. Machst du das in deinem Trainingsbyte oder in deinem Vortrag? In dem Trainingsbyte ist das. Mhm. Da sind Injection-Lücken und nicht nur SQL-Injection halt einer der Schwerpunkte. SQL-Injection, das hört sich jetzt eher so an, als würde ich mich als Entwicklerin darum kümmern müssen. Sind in der OWASP Top 10 auch irgendwelche Sicherheitslücken, die für Architektinnen relevant wären? Also ich würde bestreiten, dass man sich nur als Entwicklerin darum kümmern müsste. Es kommt darauf an, wie man die Architekturrolle wahrnimmt. Ne? Also wenn man so Coding-Guidelines zum Beispiel schreibt als Architektin, dann sollte das vielleicht drin vorkommen, dass SQL grundsätzlich mit Prepared Statements gemacht werden oder so. Ne? Also das eigentliche handwerkliche Doing ist natürlich bei den Entwicklerinnen dann verortet, aber trotzdem müssen Architekten das halt kennen. Mhm.
Es gibt aber auch bestimmte Sachen, die will ich direkt in, das spricht für mich direkt die Architektur an. Das ist der Punkt, dass es ungenügendes Logging und Monitoring gibt. Spricht halt das an. Das ist eigentlich jetzt nicht so eine konkrete Lücke, sondern mehr da geht es dabei darum, dass man solche Lücken ja auch irgendwie aufdecken möchte. Ne? Also man liest ja nicht selten, dass so, das Netz war schon seit Monaten infiltriert in so eine, man braucht nur auf den Heise-Ticker gucken, wo wieder Daten abgeflossen sind, und dann haben sich die entsprechenden Personen da schon ewig unter dem Radar befunden. Und wenn man sowas aufdenken möchte, hilft Logging und Monitoring natürlich extrem dabei. Und das ist ja ein typisches Querschnittsthema. Wenn wir uns mal so eine Microservice-Architektur denken, aus vielen Microservices, dann lockt man wahrscheinlich nicht alles lokal und macht dann einen Grip auf jeden Microservice, indem man sich da per SSH einloggt, falls das überhaupt geht heutzutage mit der Containerisierung, sondern man schreibt Logs auf Standard out und die werden dann irgendwo in ein zentrales System, also so ein ELK-Stack oder sowas, reingepumpt, und dann kann man die Logdaten halt strukturiert durchsuchen, ne? Und zwar alle Logdaten von allen Services. Und das ist halt ein querschnittliches Konzept. Das ist halt auf der Makro-Architektur und nicht auf der Mikro-Ebene, also nicht in der Entscheidung des Teams. Und da ist der Architekt, die Architektin natürlich prädestiniert dafür, das entsprechend zu machen. Und vielleicht soll auch entscheiden, welche Ereignisse auf jeden Fall gelockt werden müssen. Ne? Also manche Sachen will man halt, also zum Beispiel fehlgeschlagene Login-Versuche, dass das auf jeden Fall gelockt wird, sollte vielleicht auch in der Makro-Architektur stehen, ne? Und auch welches Monitoring-Konzept hat, ne? Ob man auf CPU-Lasten schauen muss, und um vielleicht zu merken, dass man sich einen Bitcoin-Miner eingefangen hat durch NAC oder so. Das sind auf jeden Fall Architekturebenen, die man da streift. Also bei dem Punkt ist das sowieso für mich komplett Architektur, und bei vielen anderen Punkten ist es halt, es gibt das Doing, aber es gibt auch sozusagen die konzeptuelle Ebene, wie ich das verhindern kann, und die sind auf jeden Fall in der Architektur. Mhm. Du hattest, also wir haben uns natürlich vorbesprochen, um das jetzt einmal zuzugeben. Und ich glaube, was jetzt gerade ganz gut passt von der Thematik her, also ich als Architektin möchte mich mit dem Security-Thema auseinandersetzen. Und jetzt habe ich natürlich nicht die Chance, Experte dafür zu werden. Und viele Leute kennen schon das DevOps-Prinzip, das eben die Grenzen zwischen Entwicklung und Operations verschwimmt, und du hattest der Vorbesprechung DevSecOps in den Raum gebracht. Kannst du das einmal kurz erläutern, damit alle wissen, was damit gemeint ist? Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder gerade so ein Buzzword, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Das kann alles und nichts heißen. Aber so wie ich das interpretiere, ist das Wichtigste halt dabei, dass man sozusagen die Mauer zum Security-Team einreißt. Also DevOps war ja sozusagen der Teil, wir reißen die Mauer zwischen der Entwicklung und dem Betrieb ein, weil vorher hatte man oft die Situation so, und heute ist das vielleicht immer noch in einigen Betrieben so, dass die Entwicklung irgendwas herstellt, übergibt das an den Betrieb, und die müssen sich dann darum kümmern. Und das heißt oft in der Konsequenz, dass Änderungen nicht so schnell gemacht werden können, weil der Betrieb will halt ein stabiles System und wenig Änderungen, ne, weil das ist halt sein Incentive, das System soll oben bleiben, die Entwicklung will aber schnelle Entwicklung haben und schnell Sachen in Betrieb bringen, weil das ist deren Incentive, schnell neue Features rauszubringen, und das hat nicht so zusammengepasst. Deshalb gab es halt diese DevOps-Entwicklung, dass man gesagt hat, okay, wir bringen die näher zusammen, im Idealfall auch so, dass das ein Team ist, ne? Also dass das Team sozusagen sich auch um den Betrieb kümmert. Das war so bei Amazon das, was unter dem Motto You build it, you run it beschrieben wurde. So, jetzt gibt es aber natürlich noch mehr Akteure in der Softwareentwicklung, und die Security gab es auch schon immer. Manchmal gibt es die halt nicht intern, sondern nur als externe Firma, manchmal gibt es auch mal ein internes Security-Team. Und wenn die jetzt im klassischen Fall kommen und dann sozusagen im Nachhinein erstmal gucken, ja, wir müssen das erstmal prüfen und dann noch x Sachen finden, ne, was weiß ich, hier gibt es eine Cross-Site-Scripting-Lücke, da wird eine veraltete Komponente mit Sicherheitslücken genutzt und so weiter und so fort, dann müssen die erstmal alle gefixt werden. Ne? Dann kann man sich von diesem Gedanken irgendwie Continuous Delivery oder Deployment eigentlich verabschieden. Mhm. Ne? Weil das ist so wie früher, dann hat der Betrieb das blockiert, gar nicht mal aus schlechter Absicht, sondern weil es halt sozusagen sein Incentive war, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, ist es dann so, wenn man das separat hat, dass das Security-Team
diese Sachen blockiert. Und zwar auch, weil sie das Incentive haben, eigentlich darf unsere Software keine Sicherheitslücken haben. Ne? Wenn die aufgedeckt sind, werden, also wenn sie nicht aufgedeckt werden und dann ausgenutzt werden, fällt es halt auf dieses Security-Team zurück. Und da wendet man dann halt bei DevSecOps dasselbe Konzept an und man versucht, diese Mauer einzureißen, indem man die Leute zum Beispiel ins Team integriert, indem man da einen Security-Experten drin hat. Oder es gibt dann solche, das Konzept Security-Experten sind rar im Markt, hat man vielleicht nicht in jedem Team, gibt es dann das Konzept dieser sogenannten Security-Champions, nennt man das. Mhm. Das sind die Leute, die jetzt nicht unbedingt in dem Team, also nicht die Security-Experten sind, aber sich um den Hut dafür aufsetzen und sich darum kümmern und versuchen, sich darin auch zu entwickeln und auf jeden Fall das im Blick haben. Ne? Also es ist ja nicht so schlimm, wenn man es nicht weiß, aber wenn man sagt, ich habe einen Blick drauf und ich weiß im Notfall, ich müsste mir jemanden dazu holen, als statt man wird es gar nichts beachten. Mhm. Ja, und die dann natürlich auch frühzeitig mit den Security-Teams, soweit es die dann noch gibt, sprechen können, zum Beispiel auf neue Bedrohungen, die auftauchen, reagieren können. Ne? Also ich habe jetzt, ich mache wieder nochmal Werbung für den Das ist eine Lücke, die kann ich, also eine Lücke, die grundsätzlich besteht, die ich vorher selber noch nicht kannte. Die ist jetzt 4 Monate alt, ungefähr, da ist das entdeckt worden. Und es waren relativ viele Projekte betroffen davon, auch hochrangige. Ich werde das auch zeigen in einem Beispiel. Und wenn man von sowas erfährt, dann kann der Security Champion in das Team, also kann das Security-Team an die Security-Champions gehen, denen das kommunizieren und die können für ihre Software gucken, sind wir vielleicht davon auch betroffen. Ne? Das heißt, sie müssen sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben, sondern sie sind dann der Ansprechpartner und können dann im Team sagen, okay, wir müssen mal hier gucken, ne? Wir müssen das mal überprüfen und dann wird das gefunden. Und also das ist jetzt mal grob umrissen, diese DevSecOps-Bewegung, dass man das mehr integriert in den Entwicklungsprozessen. Ein anderes Stichwort oder Buzzword, was dabei immer fällt, ist dieses Shift Left. Und das heißt, wenn wir uns vorstellen, so eine Entwicklungspipeline von Entwicklung und Test und Ausrollen auf Staging-System ist sozusagen links nach rechts, kann man so sozusagen als Pfeil, als gerade so ein Koordinatensystem aufmalen. Es geht von links nach rechts, der Zeitstrahl, wo das passiert. Und Security steht in diesem Zeitstrahl halt klassischerweise relativ weit hinten. Und man mit Shift Left heißt, man bringt diesen Punkt, wo die Security zum Einsatz kommt, dann halt weiter nach links. Und das kann auch bedeuten, dass wir solche Themen auch versuchen zu automatisieren. Also das ganze DevOps-Thema und Continuous Delivery Deployment hat ja auch den großen Hintergrund, dass viel automatisiert wird, ne? Damit wir alle möglichen Aufgaben automatisieren, damit wir schneller werden. Und für manche Security-Checks geht das auch. Also zum Beispiel, dass bei SQL-Injection, dass Strings, also SQL-Statements per String-Konkatenierung zusammengebaut werden, das kann ich mit statischen Analyse-Tools finden, die ich in meine Build-Pipeline einbauen kann. Dass ich Dependencies habe, die veraltet sind und vielleicht Sicherheitslücken enthalten, das kann ich in meinem Build-System einbauen. Da brauche ich keine manuelle Prüfung mehr für, sondern kann das natürlich in diesen ganzen Prozess einbauen. Das fällt dann auch unter dieses Shift Left, dass ich die ganzen automatisierten Tools, die wir heutzutage dafür nutzen, für im Entwicklungsprozess halt auch da drin habe. Cool. Jetzt, genau, wir sind schon recht weit am Ende, es sind noch 5 Minuten und ich würde sagen, du hast jetzt unfassbar viel Werbung schon für die WebSec-Training-Beitschulung gemacht. Ich werde auf jeden Fall da sein, ich finde es ziemlich interessant und freue mich auch schon, dass ich dann partizipieren darf. Du hast aber noch einen Vortrag und ich muss ehrlich sein, ich habe den Titel gelesen und dachte, okay, erzählt mir bestimmt, wie ich mir meinen Passwort super sicher mache, aber ich glaube, darum geht es gar nicht in deinem Vortrag. Nee, darum geht es nicht, also es ist der Passwort 123 heißt der Vortrag. Und ja, der Vortrag ist natürlich ein unsicheres Passwort. Und es gibt halt Möglichkeiten, dass man das als User löst, indem man zum Beispiel einen Passwortmanager benutzt. Ne, dann kann ich sehr gute Passwörter erzeugen, die ich mir nicht selber unbedingt merken muss. Das Problem dabei ist, und darum geht es halt nicht, sondern es geht darum, wie gehe ich denn auf dem Server mit Passwörtern um? Ne? Also A, warum gibt es überhaupt immer noch Passwörter in diesem Ausmaß? Mhm. Und nicht Alternativen, das werde ich anreißen, weil meiner Meinung wird das noch lange so bleiben, dass wir uns mit Passwörtern rumschlagen müssen. Und dann muss ich die auf dem Server halt vernünftig verwalten können, weil ich habe keine Kontrolle, ob meine Endnutzer
Passwortmanager benutzen oder nicht. Oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Das wird zwar viel von den Problemen, die wir heutzutage haben, lösen, aber das ist meistens außerhalb der Kontrolle. Also nicht immer. Also wenn ich jetzt firmeninterne Software mache und firmenintern ist halt vorgeschrieben Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann habe ich Glück. Aber alles, was so öffentlich ist, habe ich eher selten die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und deshalb muss ich das halt auf dem Server vernünftig machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Angriffsvektoren auf Passwörter und um die geht's. Welche gibt es da und wie können wir die verhindern? Also wie können wir unsere Software, die Passwörter verwaltet, dann sicher gestalten? Und darum wird es gehen. Und nicht darum, dass man Passwort 1, 2, 3 nicht als Passwort nehmen sollte. Ich glaube, da habe ich jetzt noch mal eine blöde Nachfrage. Viele Webseiten verwenden ja diese Sicherheitsfragen. Und beim Ausfüllen von so einer Sicherheitsfrage denke ich mir immer, dass doch, also Mädchenname der Mutter, das ist doch nichts, was man nicht durch ein einfaches Google mal eben rausfinden könnte. Warum machen die das mit den Sicherheitsfragen? Ist das überhaupt sicherer? Und hast du da eine Meinung zu? Ja, hab dazu eine Meinung. Also das ist halt sozusagen der Kanal, wenn ich mein Passwort vergessen habe, dass ich das irgendwie wieder rekonstruieren kann und auch beweisen kann, dass ich das bin. Das war, als es noch nicht so verbreitet war, Facebook, Instagram oder sonstiger, also Social Media, gar nicht so einfach, solche Sachen unbedingt rauszukriegen. Da musste man schon gezielt angegriffen werden. Ne? Also wenn man da nicht im Visier des Geheimdienstes war oder so oder ganz speziell, damit hat man keinen Massenangriff fahren können. Heutzutage ist es relativ leicht. Ne? Leider hat diese Praxis nicht mehr aufgehört, dass man trotzdem diese Fragen kriegt. Von daher, ich bin davon nicht begeistert. Die meisten Experten raten auch davon ab, sowas zu machen. Warum die Firmen das trotzdem noch immer tun, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es von der Implementierung halt auch relativ einfach ist. Also alternative Verfahren heißen auch mehr Aufwand bei der Implementierung und auch oft mehr Aufwand bei den Nutzern. Ne? Und man will es den Nutzern ja leicht machen. Mein Tipp aber wäre, jetzt für die Endnutzer, man kann diese Fragen auch so beantworten, dass man die auch in seinem Passwortmanager, die meisten haben sowas wie gesicherte Notizen oder so, die auch verschlüsselt darlegen, dass man da auch irgendeinen Unsinn, also einen unsinnig generierten String einfach ablegt, der im Passwortmanager ist. Den wird dann keiner erraten. Mhm. Ja, also von daher kann man das machen. Das ist so ein bisschen Misuse von diesem System, ne? Aber gut. Ich würde sowieso immer empfehlen, Passwortmanager zu nehmen als Endnutzer. Ne? Von daher. Ja, aber wenn ich jetzt ein System neu bauen würde, würde ich nicht empfehlen, das als Password Recovery einzubauen, auf keinen Fall. Hast du einen kurzen guten Tipp für eine bessere Password Recovery? Das wird schwierig jetzt in den verbleibenden 2 Minuten. Also das ist schon ein bisschen komplexeres Thema, das zu behandeln. Das ist auch kontextabhängig. Ne? In welchem kenne ich die Nutzer gar nicht? Ist das ein interner Nutzerkreis? Wie wichtig ist das? Welche anderen Merkmale haben die hinterlassen? Habe ich dafür für eine E-Mail-Adresse, an die ich was mailen kann? Also so ein Password-Recovery-Link oder eine Telefonnummer, wo ich was draufschicken kann oder so. Das kann man jetzt nicht so pauschal mal eben sagen. Das ist komplex. Okay. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, ein bisschen Werbung machen? Oder? Ja, ich habe ja schon ganz schön viel Werbung gemacht, ne? Aber ich freue mich natürlich über jeden, der dann am Mittwoch bei meinem Vortrag Passwort 1, 2, 3 und auch bei dem Sneak Peek auf das Web-Security-Training vorbeischaut. Und ja, und vor allem freue ich mich dann auf Feedback danach. Ne? Also Fragen, Anregungen, vielleicht auch Korrekturen, ne? Man weiß nicht, kann sich auch immer mal ein Fehler einschleichen. Bin ich sehr gespannt drauf und freue ich mich drauf. Es wird gerade im Twitch-Chat, das kann ich noch gerade sagen, Feedback passwordless ist die Zukunft. Ja, das wäre schön. Okay. Aber wer in den Vortrag kommt, wird vielleicht noch sehen, dass wir die Passwörter uns noch relativ lange begleiten werden. Ja, dann gebe ich das mal so an Direct Speed weiter. Am besten den Vortrag von dem Christoph besuchen, dann weißt du, warum das erstmal noch nicht die Zukunft ist. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Ich fand es wirklich cool und interessant. Ich freue mich schon mega auf Mittwoch, auch auf deine Schulung. Ja, genau. Bis Alles klar. Mittwoch. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.